Herzlich willkommen, mein Name ist Emanuel Müller und Sie sehen gerade den ersten Teil, erste Woche Big Data Analytics. Herzlich willkommen. Vielleicht zum Einstieg Big Data Analytics habe ich mir überlegt, sollten wir uns erstmal anschauen, was ist Big Data Analytics überhaupt und wo kommt es her? Und dazu machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit, wo es erstmal darum geht, wie grenzen wir das Thema Big Data Analytics ab von anderen traditionellen Analyseverfahren, die wir vielleicht vorher kennengelernt haben. Wie gesagt, es ist ein heißes Thema momentan, Big Data generell und Analyse von Big Data. Aber ich habe mich jetzt entschieden, wirklich weit in die Vergangenheit zurückzugehen und das Thema Data Science, die Wissenschaft der Daten, erstmal zu erklären. Nun, 1854 hat eine Person in London etwas ganz Seltsames zu dieser Zeit gemacht, nämlich Daten analysiert. Und zwar an diesem Beispiel, was Sie hier sehen, am Cholera-Ausbruch in London im sogenannten Soho District. Damit wir uns ein bisschen einstimmen für die damalige Zeit, sehen Sie neben der Karte dieses Soho Districts ein Bild der damaligen Zeit. Wie sahen englische Städte zur damaligen Zeit aus? Sehr dunkle Wolken sehen Sie dort. Die ganzen Abgase von Kohle waren in der Luft und man hat wirklich diese dicke Luft wirklich wahrgenommen und auch die Flüsse sahen entsprechend sehr, sehr dunkel aus durch das ganze Abwasser. Und entsprechend durch diese zwei Phänomene, schlechte Luft und schlechtes Wasser, hatte man auch zwei Hypothesen, woher Cholera, eine sehr dramatische Krankheit zur damaligen Zeit, kommt. Die erste Hypothese ist, dass die schlechte Luft ursächlich ist für Cholera. Die zweite Hypothese ist, dass schlechtes Wasser die Ursache war. Und die Geschichte, die ich Ihnen jetzt hier kurz vorstellen möchte, ist die von John Snow, einem Mediziner der damaligen Zeit, der versucht hat, die zweite Hypothese zu verifizieren. Und zwar hat er das damals mit einer kleinen Datenerhebung gemacht und hat damit die moderne Wissenschaft der Epidemiologie initiiert. Also eine recht wichtige Persönlichkeit in der Medizin. Und meine These für heute wäre, ist John Snow auch der Erste, der als Datenwissenschaftler gearbeitet hat. Hat er damals Big Data Analytics gestartet? Schauen wir uns mal an, was er gemacht hat. Er hat in diesem Soho District bei einem Cholera-Ausbruch Daten erhoben. Und zwar sehen Sie das in der Karte hier. Jeder einzelne Punkt in dieser Karte ist ein Toter, der an Cholera gestorben ist. Und John Snow hat diese Daten selbst erhoben. Er ist von Haus zu Haus gegangen und hat gefragt, wie viele Personen in diesem Haushalt an Cholera gestorben sind und hat dann seine Hypothese, dass Cholera durch schlechtes Wasser verursacht wird, bestätigt gesehen in dieser Karte, weil man, wie man in der Karte schön sehen kann, sehr viele Tote um das Zentrum dieses Soho Districts erkennen kann, nämlich um die Broad Street. Und in der Mitte der Broad Street sehen Sie ein kleines X. Dort ist die Wasserpumpe der Broad Street. Und seine Hypothese war, dass diese Wasserpumpe Ursache für den Cholera-Ausbruch war. Wie kann man das jetzt bestätigen? Nun, mit heutigen Mitteln könnten wir uns überlegen, warum sind jetzt alle Leute um diese Broad Street-Wasserpumpe erkrankt? Und Sie sehen jetzt hier visuell dargestellt ein sogenanntes Voronoi-Diagramm, nämlich die Flächen, die am nächstgelegen zu einem der Wasserpumpen in diesem Distrikt sind. Und die rote Fläche ist der Bereich, wo Personen am nächstgelegenen, zur nächstgelegenen Wasserpumpe an der Broad Street sind. Das heißt also, Sie sehen mehr oder weniger, wie faul Personen sind. Sie gehen nämlich immer zur nächstgelegenen Wasserpumpe und versorgen sich dort mit Wasser. Und was Sie auf der rechten Seite sehen, ist die Wasserpumpe, wie sie heute dargestellt ist, nämlich ohne einen Henkel und man kann kein Wasser mehr abpumpen. Und das soll heute noch symbolisieren, dass Jon Snow diese Erkenntnis damals erlangt hat und auch Politiker überzeugen konnte, diese Wasserpumpe zu deinstallieren. Nun, wie hat er das gemacht? Er hat sehr systematisch diese Hypothese analysiert. Einerseits hat er festgestellt, dass es eine hohe Häufigkeit an Cholera-Ausbrüchen in der Nähe der Broad Street gibt. Zum Zweiten hat er, wie schon eben erwähnt, die Politiker überzeugt, diese Wasserpumpe zu deaktivieren und damit auch den Cholera-Ausbruch eingedämmt. Und als Drittes wurde nach dem Cholera-Ausbruch das Wasserreservoir unter der Broad Street untersucht und man hat wirklich festgestellt, dass Ursache für die Cholera vor dem Ausbruch ein infiziertes Baby war, dessen Windel
durch irgendwelche Schäden am Wassersystem in dieses Reservoir gelangt ist und damit das ganze Wasserreservoir verseucht wurde. Nun, hier dann sieht man, wie man in dem Sinne auch heute mit Datenanalyse vorgehen würde. Man würde Daten erheben, Daten analysieren, aber auch den Effekt der Datenanalyse. Hier am Beispiel der Medizin und der Überzeugung von Politikern. Nun, es ist nicht alles so einfach in diesem Bild. Es gibt auch Bereiche, die man nicht mit dieser Hypothese erklären kann. Ein Bereich sehen Sie jetzt hier markiert in Rot, nämlich ein Bereich nahe bei einer zweiten Wasserpumpe, wo trotzdem sehr viele Tote vorzufinden sind. Wie konnte man das erklären? Und John Snow hat das auch untersucht. Dort sind sehr, sehr viele Kinder gewesen, die tagsüber an der Broadsea zur Schule gegangen sind und nur abends frisches und reines Wasser an der zweiten Wasserpumpe bekommen haben. Und damit sind sie trotzdem, dass sie nah an einer Wasserpumpe ohne verseuchtes Wasser gelebt haben, gestorben. Das zweite Beispiel ist hier dieses gelb markierte Haus, was sehr nah an der Broad Street ist. Und hier gibt es mehrere Geschichten. Eine Geschichte ist, dass in einem solchen großen Haus eine einzelne Wasserpumpe installiert war und deswegen in diesem Arbeiterhaus die Personen nicht erkrankt sind. Und eine zweite, etwas näher an der Broad Street gelegene Örtlichkeit war die Brauerei. Dort hat auch niemand Wasser von der Broad Street getrunken, sondern war durch das Trinken von Bier auch nicht gefährdet. Nun, was können wir jetzt alles aus diesem kleinen Vorfall mit Jon Snow lernen? Nun, Jon Snow hat Rohdaten erhoben, hat Muster in den Daten gelernt, hat eine Hypothese verifiziert und hat damit wertvolles Wissen für die Gesellschaft, insbesondere über die Cholera, uns näher gebracht. Er hat definitiv die Medizin vorangebracht. Aber ist er auch ein Data Scientist, ein Datenwissenschaftler? Stellen wir diese Frage vorerst zurück. Fragen wir uns, was können wir von ihm lernen? Und hierzu möchte ich kurz dieses Beispiel etwas systematisch analysieren. Was hat Jon Snow gemacht? Einerseits hat Jon Snow sehr, sehr simple Daten erhoben. Einfach nur gezählt, wie viele Tote es in diesem Bereich gibt. Zweitens hatte Jon Snow von sich aus der Medizin, er war selbst Mediziner, eine Hypothese mit in das Problem reingebracht. Und das dritte, Jon Snow hat ein spezielles Subsystem untersucht, nämlich den Effekt von Wasser auf den Cholera-Ausbruch. Was würde man heutzutage machen? In der Ära von Big Data würde man natürlich viel, viel mehr Daten erheben. Wir würden ganz unterschiedliche Datenquellen verwenden. Wären wir heute Jon Snow, würden wir sicherlich soziale Medien, die Interaktion von Personen, alle möglichen anderen Datenquellen nutzen, um diese Analyse durchzuführen. Wir würden auch unabhängig von einer Hypothese versuchen, neue Hypothesen, unerwartete Hypothesen zu generieren aus Daten. Und wir würden eher komplexe Systeme betrachten. Also nicht ein Subsystem, sondern mehrere interagierende Systeme. Gemeinsam mit Jon Snow haben wir aber einen wichtigen Effekt, nämlich, dass wir auch aus dieser Datenanalyse wertvolles Wissen für Entscheider, im Fall von Jon Snow für Politiker oder für die Wirtschaft, für Wissenschaftler finden wollen. Diese Personen wollen wir mit der Datenanalyse überzeugen. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass Sie hier in diesem Kurs verstehen, wie einerseits die Methoden funktionieren, wie wir Daten analysieren können, aber auch, welche Effekte wir im Nachhinein betrachten müssen, um Analysen visuell darzustellen oder interaktiv darzustellen. Und das ist mir besonders wichtig, deswegen zeige ich Ihnen hier vorab schon mal ein paar Beispiele, wie wir das tun können. Aber starten wir zuerst einmal mit dem Begriff Big Data. Auf der Folie vorher stand, dass Jon Snow eher kleine Daten betrachtet hat. Zur damaligen Zeit kann man sicherlich sagen, dass Jon Snow große Datenmengen betrachtet hat, weil sie wirklich aufwendig zu erheben waren für ihn persönlich. Aber heutzutage verwendet man eher die Definition nach dem Gartner Report von 2012, Big Data beschrieben anhand von drei Vs. Großes Volumen der Daten, also große Speichergröße, das sehen wir hier in blau dargestellt. Man betrachtet nicht mal Megabyte, Gigabyte von Daten, sondern Terabyte und Petabyte von Daten, weil es einfach so billig ist, Daten zu erheben, so billig ist, Daten zu speichern. Und die Problematik entsteht erst später bei der Analyse und beim Verständnis der Daten. Deswegen sagen wir eher,
man hat ein riesiges Meer an Daten und man ertrinkt an dieser Flut an Daten und kann gar kein Wissen aus diesen Daten extrahieren. Zumindest als Mensch erstmal nicht. Das zweite V, High Velocity, die Geschwindigkeit, in der Daten erhoben werden. Früher hat man Daten in Batch-Systemen verarbeitet, wo der komplette Datensatz vorher vorlag. Heute versucht man während der Messung in Realtime die Daten zu analysieren und damit während der Sensor Daten erhebt, gleichzeitig diese Daten zu analysieren. Das hat auch etwas mit der Größe dieser Daten zu tun. Stellen Sie sich vor, wenn Sie ein hochfrequentes Messsystem haben und Sie erheben nicht nur im Sekundentakt Daten, sondern mit mehreren Hertz Frequenz, wie schnell Ihre Festplatten dort volllaufen würden. Deswegen versucht man in Realtime-Systemen genau diese Algorithmen zu entwickeln, die Daten während der Verarbeitung im Messsystem gleichzeitig analysieren können. Und das dritte V, High Variety, nämlich die Vielfalt unterschiedlicher Daten. Man hat nicht mehr reine tabellarisch gespeicherte Daten in Datenbanksystemen, sondern man hat soziale Netzwerke in Netzwerkstrukturen, man hat Video-, Bilddaten, unstrukturierte Daten in Text, Audio-Files und all das möchte man gleichzeitig analysieren. Man integriert sehr stark Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und das ist ein drittes Problem von Big Data. Wir sehen also, diese drei Vs stellen jetzt recht bildlich dar, wie die Herausforderungen von Big Data sind. Aber man sieht auch gleichzeitig die Möglichkeiten, mit Big Data neue Einblicke in diese Daten zu bekommen, im Entscheidungsfindungsprozess mit diesen Daten bessere Entscheidungen aus den Daten abzuleiten oder die Prozessautomatisierung zu verbessern, indem man automatisierte Algorithmen erfindet, die einen Prozess selbstständig steuern können. Nun, so viel zum Begriff Big Data. Was ergibt sich daraus als Konsequenz? Wir haben also eine Explosion an Daten, die aktuell stattfindet. Wir sammeln mit ganz vielfältigen Systemen, Sensorsystemen, aber auch in vielfältigen anderen Systemen Daten. Und diese Flut an Daten führt uns zu einer netten Aussage, dass wir in Datenfluten ertrinken und trotzdem an Wissen verhungern. Was bedeutet das? Wir haben einfach zu viele Daten und wir können diese Daten als Mensch nicht mehr analysieren. Und genau um diese Thematik geht es in diesem Kurs. Wie können wir trotz der Vielfalt, trotz der Größe, trotz der hochfrequenten Daten, die wir vorliegen haben, neues Wissen für uns als Menschen generieren? Und die Lösung, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, ist einerseits die Datenexploration, wo Sie interaktiv mit dem System Daten explorieren können. Und die zweite Methodik ist die des Data Minings, wo es Algorithmen sind, die für Sie neues Wissen, neue Informationen aus den Daten extrahieren und Ihnen als Mensch dann darstellen. Die Technologien, die wir uns zuerst anschauen wollen, sind eher klassische Data Warehouse-Systeme, wo es um sogenannte OLAP-Systeme geht, nämlich Online Analytical Processing. Die werde ich Ihnen in der ersten Woche vorstellen, während in der zweiten und dritten und vierten und fünften Woche geht es dann eher um den Teil Data Mining, nämlich die Extraktion von interessantem Wissen in Regeln, Mustern und vielleicht Abhängigkeiten in großen Datenmengen. Lassen Sie uns für den ersten Kurs erstmal schauen, was ist denn jetzt überhaupt dieser Begriff Data Mining? Wie könnte man diesen Begriff Data Mining definieren? Eine mögliche Definition für Data Mining ist die Extraktion von interessanten Informationen oder Mustern aus großen Datenbeständen. Das Wort interessant ist hier sehr vage formuliert. Man könnte dort näher erklären und sagen, interessant bedeutet nicht triviales Wissen, implizites Wissen, was aus den Daten erhoben wird, vorher unbekanntes Wissen und natürlich für den Endanwender potenziell nützliches Wissen. Und das nehmen wir jetzt mit und versuchen mit dieser recht vagen Definition zu schauen, was macht Data Mining jetzt eigentlich? Der zweite Punkt auf dieser Folie geht eher in die Richtung, wie definiert man Data Mining und welche Synonyme gibt es eigentlich für Data Mining? Ich verwende hier häufiger den Begriff Knowledge Discovery Synonym zu Data Mining, Wissensextraktion, Mustererkennung, Musteranalyse, aber auch das Schürfen von Daten verwenden manche Synonyme zu Data Mining. Diese Begriffe
sind in der Literatur sehr wichtig. Wenn Sie also nach Literatur suchen, versuchen Sie auch nach den Synonymen für Data Mining zu schauen und entsprechend interessante Informationsquellen für sich zu erschließen. Was ist für mich nicht Data Mining? Für mich ist die reine Anfrageverarbeitung auf ein Datenbanksystem nicht das, was wir in Data Mining tun wollen. Mit Data Mining meine ich die Extraktion von unbekanntem Wissen. Alles das, was Sie vorher in einer SQL-Query oder in einem anderen Anfragesprache in eine Datenbank eingeben und sagen, ich möchte dieses Ergebnis bekommen, ist für mich nicht Data Mining. Auch einfache Expertensysteme mit kleinen statistischen Programmen, mit fast beliebig komplexen statistischen Funktionen sind eigentlich nicht Data Mining. Sie spezifizieren als Mensch diese Funktionen und lassen sie nur durch das System effizient berechnen. Uns geht es hier um die statistische Inferenz, das Lernen von Modellen aus Daten, das sogenannte Machine Learning. Wie kann man Interessantes aus den Daten lernen? So viel zur kurzen Definition. Hier noch ein paar Textbücher und die Anmerkungen zu unseren Folien. All die Folien, die Sie von mir bekommen werden, sind teilweise aus dem ersten Buch hier kreiert, nämlich aus dem Buch von Shai-Wei Han. Das finden Sie auch online und ich empfehle das sehr für diesen Kurs. Sie finden dort eine komplette Übersicht aller Data Mining Methoden. Es ist das Standardwerk für Data Mining und wenn Sie wollen, können Sie das während des Kurses gerne auch online, wo es frei verfügbar ist, nachschlagen. Das zweite Buch von Martin Ester und Jörg Sander ist das einzige Buch, was ich hier in Deutsch empfehlen werde. Das ist nicht ganz so umfangreich wie das erste, aber gibt einen sehr guten Einstieg in den Bereich Data Mining. Und wenn Sie es eher praxisorientiert mögen, dann empfehle ich das dritte Buch. Dort geht es um Data Science for Business, sehr praxisorientiert dargestellt, aber auch sehr umfangreich, also die Komplettübersicht aller Methoden, die wir hier kennenlernen würden. Wie gesagt, die meisten Folien, die ich Ihnen hier vorstellen werde, kommen aus dem ersten Buch und sind zusammen mit Professor Seidel an der RWTH Aachen entstanden, entsprechend auch das Copyright Statement hier. Vielen Dank soweit für den ersten Kurs und wir sehen uns bald im zweiten Kurs. Vielen Dank.